Reisende reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Hallo, meine Männer. Bin heute mal ein bisschen hier am Rumspielen mit. Tja, weiß jetzt nicht, wie man das nennen soll. Einfach mal hier einen Ringkern gewickelt mit einem Frequenzgenerator dran und einem Transistor und einer LED. Am Eingang habe ich 11,8 Volt mit 0,0 Milliampere, wobei das Ding nicht so genau anzeigt. Da habe ich jetzt mal den Multimeter hier noch in Reihe zum Eingang gemacht, um den Strom zu messen. Ja, bei den Einstellungen jetzt ist erstmal ganz lustig, wenn ich die LED abklemme, man sieht überhaupt, dass ich, ja, die leuchtet, ich habe es ein bisschen hell heute, dann verbraucht die Schaltung insgesamt mehr. Das finde ich schon mal ganz lustig. Ne, ich klemme mal ab. Und klemme wieder an. Die Schaltung an sich selber, wenn ich jetzt den Frequenzgenerator hier rausziehe beim Basistransistor, zieht 25,6 und wenn ich anklemme 25,7 und ohne LED wären es dann 25,8. Gut, das ist auf jeden Fall schon mal lustig, aber ich habe da noch was. Ich stelle jetzt mal ein bisschen rum. Das wollte ich erstmal aufnehmen. Das ist schon mal lustig. Also, das, wenn man was anklemmt, ja, wird es halt weniger in dem Fall jetzt hier. Ne? Na gut, normalerweise, na egal, ist egal. Ich bin gleich wieder. Jetzt machen wir dasselbe nochmal. Ich habe jetzt mal noch ein bisschen hier rumgetüdelt, ein bisschen Einstellung geändert und so. Und ja, LED leuchtet fast nicht mehr. Wir sind bei 12,26 Milliampere. Aber es leuchtet noch müh. Jetzt machen wir dasselbe wieder. Wenn ich jetzt abklemme, sind wir bei 12,28. Ich klemme wieder an. 12,26 und ohne, also wenn ich jetzt nur den Frequenzgenerator ziehe, jetzt hier wieder ab. Ja, moin. Jetzt mal nochmal ab. 25. LED leuchtet nicht, ne? Ist klar. Ist ja nicht an. Jetzt machen wir an. LED leuchtet 26 und wenn ich jetzt nur den MOSFET ohne LED, bin ich bei 28. Komm. Ja. Ich glaube, das habe ich gleich nach hinten ran. Ich habe jetzt noch ein bisschen rumgespielt. Habe die 12 Volt LED ohne angeklemmt und hier ein paar Einzelne. Oh, ich kann das Licht ausmachen. Paar einzelne LEDs an die parallel, aber wie gesagt, hier nochmal die 12 Volt LED. So, jetzt passt mal auf. Jetzt kann ich hier umpolen. Also, was heißt umpolen? Wenn ich jetzt den Kontakt abziehe, leuchtet nur ein paar LEDs, sag ich mal, die eine Halbwelle. Seht ihr die zwei? Jetzt gehe ich auf Minus. Jetzt lädt es langsam die anderen. Und wenn ich jetzt abklemme, leuchten die anderen zwei. Ich glaube, es geht ja nur langsam aus. Ne, doch nicht. Warte mal, ich versuche mal ein bisschen näher ran. Also das sind jetzt die zwei. Ne, kann ich wieder rangehen? Minus. Schaukelst die langsam hoch, geh weg. Bleiben die zwei an. Und jetzt gehe ich auf Kollektor. Sind sie alle schön hell. Und weg. Es leuchten die zwei. Na, es ist wirklich nur. Warte mal, vielleicht sieht man das auch mit Licht. Aber wartet mal, ich habe noch ein anderes Licht. Das ist nicht ganz so krass. Nee, da sieht man es nicht mehr. Nö, geht nur so. Aber ich denke, das könnt ihr euch ja merken. So, und jetzt leuchten wieder alle vier. Ne, wenn man eine Zeit lang wartet. Jetzt kann ich schon hier mit dem Finger ran, wird es ein Mühe heller. So, jetzt gehen wir nochmal auf Kollektor. Sind alle an?
Na, jetzt sieht er die LED wieder nicht. Stell die mal hier hin. Aus? Jetzt sind nur die zwei LEDs an. Und wenn ich jetzt auf Minus gehe, die, jetzt kommen die, jetzt sind sie gleich. Und wenn ich jetzt abklemme, ist die andere an. Die anderen. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt rangehe, gehen die erstmal aus und schwingen sich jetzt, ne? Werden immer ein bisschen heller. Ich gehe jetzt mal näher ran, vielleicht sieht man da den Effekt ein bisschen besser. Ab. Es leuchten nur die, jetzt gehe ich wieder ran. Jetzt ging es nicht, wartet mal, ich muss kurz entladen. Jetzt leuchten die zwei. Ich habe mich immer jetzt warten, gehen dann die anderen an oder was? Ja, guckt mal. Na? Jetzt gehen die anderen und jetzt kann ich in die andere Richtung. Zack, und dann kommen die erst. Ich glaube, jetzt hat man es gut auf Kamera gesehen. Wäre immer schwierig, ne? Ich muss mal aufs Board gucken, was ich hier anklicke. Jetzt gucke ich selber mal auf die Kamera. Ja, das sieht man schon deutlich, dass die dann erst kommen, ne? Ja, das ist schon interessant, du. Naja.